Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, in dem Fall zu einem Weekly-Vlog und zwar zum letzten Weekly-Vlog in diesem Jahr. Wir befinden uns zwischen den Jahren, das heißt, heute ist der 27. Dezember, die letzten Tage im alten Jahr, bevor es ins neue Jahr losgeht, bevor wir 2022 losstarten. Ich bin dementsprechend hier hinten auch schon am Content produzieren, mein letztes Projekt für dieses Jahr, ein Silvester-Rezept, das in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon bei Instagram online ist, vielleicht möchtet ihr es aber dann auch im neuen Jahr mal nachmachen. Es ist ein urgutes Mousse-Schokolade. Ich zeige es euch jetzt gleich. Hier übrigens auch unser Bäumchen. Das habt ihr bestimmt schon bei Vlogmas gesehen. Hier ist gerade Weihnachten vermischt mit Silvester. Ich habe auch ein bisschen Deko aufgehängt. Behind the scenes sieht das Ganze so aus. Hier habe ich gerade ein Foto geknipst für den Kunden. Das ist das Setting. Inklusive des super leckeren Desserts für Silvester. Das Rezept kommt auch noch auf den Blog und es ist eben bei Instagram. Es ist Mousse-Schokolade, das ich mit Contrôle zubereite. Habe. Dazu von Billa diese Mousse-Schokolade-Pralinen und richtig gute Schokolade mit Beeren. Das sind übrigens österreichische Erdbeeren. Ich habe steirische Erdbeeren ergattert. Dazu habe ich da gerade, den werde ich dann wahrscheinlich auch trinken, einen Martini Rosé, nein, Martini Asti Rosé, diese Flasche reingeleert. Und ich denke mal, die werde ich dann gleich zum Mittagessen trinken. Warum nicht? Diese Zeit jetzt gilt nicht. Wir sind in so einer Grauphase. Das jetzt habe ich zweimal angerichtet, da ist ein Eierlikör drinnen. Dann sind noch unsere schönen Blümchen, also die sind richtig schön noch von unserem Weihnachtsfest. Und hier hinten haben wir die Deko. Ich habe diese Waben-Dings aufgehängt, hier oben mit dick so fest geklebt, dass die so runterhängen. Da haben wir eine Girlande fürs Happy New Year mit Prosecco-Bottles, also Frizzante. Und solchen Tessels und ich dachte mir, weil das Ganze blau-gold ist, ziehe ich auch gleich diese blaue Bluse von. Ja, und ansonsten herrscht hier auch diese ganz, ganz komische Stimmung, weil ich, wie gesagt, ein bisschen gestresst bin, weil ich das jetzt auch fertig arbeiten muss. Gleichzeitig liegen hier überall die Spielsachen rum von Weihnachten. Wir werden dann heute und morgen mal die Kinderzimmer aussortieren, durchsortieren, neu einordnen, dass die ganzen Spielsachen einen Platz finden. Möchte ich eigentlich jetzt die paar Tage vielleicht noch ein bisschen weniger arbeiten, also sowas wie Urlaub machen, weil ich ja dann ab 1.1. zwar offline bin, aber an einem anderen Projekt arbeite, wo ich doch einiges an Fotos shooten werde. Und ja, das seht ihr dann alles, wenn es soweit ist. Das heißt, wir werden Geschenke bespielen und mein Mann und ich haben noch ein Dinner-Date. Ende der Woche, also vor Silvester. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau das meinte ich. Hier liegen überall die Spielsachen rum. Ein Teleskop, ein Mikroskop, irgendwelche Schleichfiguren. Ja, ich pack das ja gar nicht mehr so ausschaut, die Küche inklusive, weil ich hier ja alles fürs Mousse Schokolade vorbereitet habe. Das werde ich jetzt zusammenräumen. Dann werde ich mein Mittagessen kochen. Ich habe mein letztes Projekt gefinisht für dieses Jahr. Und werde morgen auf jeden Fall einen ruhigen Tag gönnen. Ich glaube, das Kinderzimmer sortieren verschieben auf morgen. Das morgen hätte man machen. Mag nicht mehr. Wir haben übrigens auch The Witcher fertig geschaut, die zweite Staffel. Oh mein Gott, also die zweite Staffel ist so viel besser noch als die erste Staffel, finde ich. Hat schon ein bisschen Potenzial, dass es mir besser gefällt als Game of Thrones und ich bin ein riesengroßer Game of Thrones Fan, aber ich finde die zweite Staffel wird einfach noch vielschichtiger. Erinnert mich irgendwie sehr auch an Herr der Ringe, wo die einzelnen Völker, wo man mehr Hintergründe erfährt und ja, finde ich einfach richtig spannend, richtig, richtig gut. Und ich habe im letzten Vlog, weil ich es da gerade sehe, ja auch mit euch schon geteilt, dass ich ein paar Tarotkarten gelegt habe und dass ich die Rauhnächte, die dieses Jahr zum ersten Mal mache. Und hier sieht man auch schon meine Wünsche, die ich in der jeweiligen Rauhnacht ans Universum geschickt habe. Also es sind schon mal zwei Stück. Und hier drinnen sind noch die anderen 11, denn 12 Wünsche werden verbrannt und ein Wunsch, den ziehe ich dann raus und den nehme ich mir als Arbeit vor fürs Jahr. Also generell sind alle Wünsche und Ziele, die ich mir notiert habe, das, was ich ja am 25. Dezember gemacht habe, sind alles Sachen, die ich eigentlich generell selbst in der Hand habe, größtenteils, und wo ich mich auch ein bisschen darauf fokussieren möchte. Also ich bin kein Fan von New Year, New Me, das ist ein Blödsinn, aber ich finde es einfach immer ganz gut, wenn man Ende des Jahres ein bisschen reflektiert und dann im neuen Jahr einfach versucht, gewisse Sachen, die einen selbst gestört haben oder die man anders machen könnte. Nicht immer unbedingt besser, sondern anders, dass man das anpackt, und das möchte ich auf jeden Fall machen im neuen Jahr. Das ist vor allem viel Kopfarbeit, viel Denken, bei mir Umdenken. Also da bin ich dran.
Hallihallo, willkommen zurück beim Weekly Vlog. Heute ist Dienstag, also der Tag nach gestern. Wow. Und heute die Weisheit nochmal raus. Habe mich gerade auf den Weg gemacht, denn ich mache jetzt Silvesterbesorgungen. Irgendwie habe ich das komplett verpeilt, dass in 3 Tagen ja schon Silvester ist. Also, es war mir schon klar, aber ich habe verpeilt, dass ich auch noch Sachen einkaufen möchte. Denn wir feiern mit Freunden und das sind dann quasi 4 Kids gemeinsam zusammen und ich mache solche Countdown-Bags, die habe ich letztes Jahr auch schon gemacht für meine Kinder, jetzt mache ich es quasi für 4 Kinder. Also ich mache jeweils eine Tüte pro Stunde ab 16 Uhr und werde dann einfach für 4 Kinder was reinfüllen. Was genau, das schaue ich mir jetzt an. Ich fahre deshalb zu Teddy, weil da gibt es einfach sehr günstige, ja, so kleinen Schnickschnack. Also ja, schauen wir mal, was ich finde. Dann kann ich euch nachher zeigen, was ich in die Countdown-Bags reinfülle. Dann mache ich nachher auch noch gleich den Lebensmitteleinkauf, dass das gleich erledigt ist. Es wird nämlich Steak geben und Gnocchi, also so ähnlich wie zu Weihnachten. Dazu auch Mac and Cheese und eine Soße. Und es gibt so kleine Häppchen und Appetizer. Und dann am Abend noch eine Nacho-Pfanne und Glühwein. Und unsere Freunde nehmen das Dessert mit. Also ja, schauen wir mal, was wird uns das alles zu essen werden. Ich glaube, ich werde aber am Silvestertag nicht vloggen. Das werden wir dann doch nur unter uns verbringen. Aber jetzt mache ich mal Silvesterbesorgungen und Vorbereitungen und schau mal, was ich alles finde. Ich habe inzwischen schon ein bisschen was gekauft, unter anderem Knicklichter, Schlecker, dann solche, wie heißt denn dieses Zeug eigentlich? Was hat das für einen Namen? Gibt es da einen Namen dafür? Ich weiß es nicht. Diese Luftschlangen, glaube ich, Luftschlangen. Dann noch so ein Spiel und Luftballon zum Aufpusten, so Trolli-Mini-Burger. Dann auch so einen Robble-Bobble. Wie heißt der eigentlich auch? Ja, Robby-Bubble. So einen Kindersekt. Alles Mögliche, unter anderem auch solche Uhren, die finde ich immer ganz cool, so diese Uhren. Dann noch solche Fotorequisiten, denn ich habe neuen Film bestellt für die Instax, also für die Sportbildkamera. Also das finde ich auch immer ganz lustig, wenn man lustige Fotos macht gemeinsam. Also das habe ich jetzt mal gekauft für die Kids zu Silvester. Ich weiß jetzt nicht, wo ist mein Schlüssel? Wo habe ich meinen Schlüssel jetzt hingetan? Er steckt. Klassischer Fall von Sabrina, der Schlüssel steckt. Ja, ich mache mich jetzt nach Hause auf den Weg, werde Mittagessen kochen und dann erledige ich am Nachmittag noch den Lebensmitteleinkauf, eben für Silvester. Ja, ansonsten ist es ruhig. Wie gesagt, ich komme mit den Wochentagen durcheinander. Übermorgen ist schon Silvester, ich bin aber schon Mittwoch, dabei ist eigentlich erst Dienstag. Typisch für die Zeit zwischen den Jahren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber gut, kann nicht so schlimm sein. Spätestens nächste Woche fängt ihr alles von vorne an. Hallo, willkommen zurück bei, ich wollte sagen Vlogmas, aber beim Weekly Vlog. Heute ist Mittwoch. Es ist eigentlich schon kurz vor 12 und ich bin jetzt im Bademantel, weil ich habe mich jetzt geschminkt, war gerade duschen und habe den Vormittag genutzt, hier endlich mal wieder für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Ich mache das immer ganz gern nach Weihnachten, dass ich meine Garderobe ein bisschen durchsortiere. Dementsprechend habe ich hier schon ein bisschen, ja, die Farben gewechselt. Ich trage nämlich sehr, sehr gerne im Frühjahr, es ist ja nicht so wirklich, also im Winter eigentlich, Januar bis März, weiße und beige Töne, Grüntöne, ein Pulli, der grüne, den ich glaube ich in diesem Vlog anhatte, ist gerade der Wäsche, dann braune Töne, beige Töne, ja, das trage ich sehr, sehr gerne. Meinen Schrank, den müssen wir dann aber im Februar gemeinsam ausmisten und deklattern. Dazu habe ich auch schon eine Reihe geplant. Falls ihr ganz neu hier auf meinem Channel seid, werdet ihr die Serie wahrscheinlich nicht kennen, aber es gibt schon eine Deklatter-Serie, wo wir gemeinsam das Badezimmer, die Küche, den Vorraumschrank mit Taschen und Schuhen und auch den Kleiderschrank ausgemistet haben. Aber alle Jahre wieder ist das wieder bitter notwendig. Das werden wir dann, wie gesagt, im Februar gemeinsam machen. Zum Thema Outfit habe ich gestern, als wir einkaufen waren, ganz schnell bei H&M was für Silvester gekauft. Und das habe ich hier schon. Also das ist eigentlich nicht von H&M, sondern ich traue es mich ja gar nicht zu sagen. Ich war seit Jahren, seit sicherlich 10 Jahren oder länger, nicht mehr in diesem Geschäft. Das ist von New Yorker. Aber ich fand diesen Schnitt von diesem Kleid so toll, denn es ist
Also das ist die Vorderseite, es geht hier richtig schön weit drauf, das heißt, es hört quasi beim Schlüsselbein auf und hat hier hinten einen Schnitt, der nicht zu weit runter geht. Das heißt, mit dem BH ist es kein Problem und es ist eher in A-Linie, also ausgestellter. Das werde ich wahrscheinlich am Silvestertag anziehen, also direkt am 31.12. Und dann habe ich hier einfach so Basics gekauft, Dinge, ja, ich liebe ja weiße Blusen, das wisst ihr, in meinem Schrank finden sich einige. Und hier habe ich zum Beispiel eine recycelte Bluse von H&M. Ich finde das total toll, dass die sehr viele Sachen jetzt einfach auch schon recyceln und wiederverwenden. In so einem. Dazu finde ich dann zum Beispiel diesen Pulli richtig schick mit solchen Perlen drauf. Und der hat auch so einen, ich glaube, das sieht man jetzt bei der Kamera gar nicht, das ist so ein grün-grau. Grünsch, wir würden da die Kombination heißen, also den finde ich auch sehr schön. Gerade mit Blusen trage ich gerne Pullis, wenn dann der Kragen rausschaut und die Blusen auch länger geschnitten sind, dass hier unten das auch alles gut sich ergibt. Und weil ich solche Blusenkleider auch sehr, sehr gerne trage, habe ich noch dieses Blusenkleid dazu gekauft. Das ziehe ich vielleicht zum Dinner-Date an am 30. mit meinem Mann, schauen wir mal. Also das sind so ein paar neue Sachen, die ich gut in meine Garderobe integrieren kann. Und für den heutigen Tag steht jetzt auch am Start Pizza bestellen. Wir essen nämlich heute Pizza. Mein Mann ist wieder im Büro die nächsten 2 Tage, also heute und morgen. Und ich bin mit den Kindern. Dann werden wir Max Zimmer mal ein bisschen durchsortieren. Und dann müssen wir zum Friseur. Also nicht ich, sondern die Jungs. Denen rennt der Friseur quasi schon nach. Die brauchen einen frischen Haarschnitt. Das werden wir erledigen. Dann bekommen wir noch Besuch von Taufpaten. Das ist dann die letzte Festivität zu Weihnachten. Dann haben wir Weihnachten fix fertig abgeschlossen und freuen uns auf Silvester. Und dann freue ich mich schon sehr auf den Januar. Ich bin auch dabei, gerade ein Vision Board zu machen. Haben mir gestern schon ein paar Grafiken rausgesucht. Ich habe euch ja schon im letzten Vlogmas-Vlog ein bisschen darüber erzählt. Und auch hier glaube ich, dass ich eben ein paar Wünsche und so aufgeschrieben habe und Ziele für 2022. Das habe ich jetzt versuche ich jetzt im Vision Board auch ein bisschen festzuhalten. Das wird dann mein Screensaver beim Laptop und vielleicht mache ich auch eine kleine Version für mein Smartphone, mal schauen. Dann habe ich mir auch ein Bullet Journal bestellt, das werde ich mit 1.1. starten. Aber das mache ich in einen eigenen Vlog. Gut, ich ziehe mich jetzt an, bestelle Pizza, nehme euch ein bisschen mit und melde mich zwischendurch wieder, wenn es was Interessantes gibt. Ihr kennt das Ganze ja. Willkommen zurück am Donnerstag. Heute ist der 30. Dezember. Vorletzter Tag in diesem Jahr. Ich habe mir gerade ein ausgiebiges Bad gegönnt und habe mir die neue Folge And Just Like That angeschaut. Super, super cool. Also ich finde die letzten 2 Folgen, Folge 4 und 5, die sind zwar im Originalton auf Sky X zum Schauen, aber die sind richtig gut, sehr zeitgemäß, spannende Themen. Da finde ich echt, echt gut. Also ja, wirklich, bin begeistert. Und wovon ich auch begeistert bin, das muss ich euch jetzt sagen, ich habe gerade ein Unboxing für Instagram gefilmt. Ich habe quasi die Packung schon aufgemacht, ich zeige es euch jetzt aber auch noch. Ich habe mir selbst zu Weihnachten noch was geschenkt im Sale fürs Frühjahr, damit ich mich schon freuen kann auf den Frühling. Und zwar ein paar Schuhe. Ihr dürft dreimal raten, von welcher Marke. Wahrscheinlich könnt ihr es auch schon denken, von Chloé. Ich liebe ja Chloé, meine absolute Lieblingsmarke, also Designermarke. Und nachdem ich die Slippers habe, in schwarz und in beige, also weiß, dachte ich mir, wäre es ganz cool. Nein, ich verrate nichts. Ich mache jetzt mal mit euch den Karton auf. Ich habe mir hier schon ein Setting aufgebaut für mein Unboxing-Video und ich liebe diese Kartons. Hier oben ist ja auch schon ein Chloe-Karton, dann 2 Pauline-Kartons und im Abstellraum sind die anderen Chloe-Slipper. Die könnte ich aber eigentlich auch darauf tun. Jedenfalls, Inhalt. Im Sale ergattert. Ich bin schon lange drum herum geschlichen. Wie immer, die schönen Chloe-Staubbeutel, die benutze ich auch. Also meine Taschen sind eigentlich zu 90% in den Staubbeuteln drinnen, beziehungsweise in den Boxen. Und nur wenn ich sie brauche, dann hole ich sie raus.
Sneakers. Ich wollte schon ewig lang ein schönes Paar Sneakers und ich finde die so richtig perfekt für den Frühling. Sie passen dann auch super gut zu meiner Chloe Woody Bag, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Hinten haben wir ein Bändchen, den Chloe Schriftzug, weiße Schuhbänder. Das Ganze ist in Canvas, also das ist in Baumwolle inklusive Rauleder. Und ja, ich mag auch diese wellenförmige Sohle. Der Schuh sitzt richtig schön am Fuß, ist auch sehr bequem. Ich habe ihn schon anprobiert. Gibt es natürlich in zweifacher Ausführung, ganz klar. Hier ist der zweite Schuh, den habe ich auch probiert. Deshalb sieht man hier auch die Schnürsenkel. Und ja, also bin super verliebt und ich suche nämlich schon lange Schuhe, die ich auch anziehen kann, wenn es eher schick ist. Ich habe wahnsinnig viele Vans, das wisst ihr, und ich liebe Vans und ich würde meine Vans nie gegen irgendwas eintauschen. Aber ich bin kein Adidas Superstar-Trägerin, ich mag keine Nike. Und ja, ich hätte halt irgendwie auch gerne was, wenn man mal schicker unterwegs ist. Und das sind sicherlich Schuhe, die ich nicht jeden Tag anziehe. Dafür sind sie mir auch zu heikel und deshalb ist die Farbe natürlich auch ja, nicht unbedingt von Vorteil. Die gibt es übrigens in Schwarz auch und auch in Spitze, also in Lace. Und ich finde sie eben in dieser Farbton richtig, richtig schön. Da bin ich wieder, in der Zwischenzeit sind auch schon gut 2 Stunden bestimmt vergangen. Ich habe jetzt nämlich gerade ein Foto geknipst für das neue Jahr oder für Silvester. Ich weiß noch nicht, wann ich es online stelle und habe dazu auch gleich dieses Kleid angezogen. Ich blende euch das Foto hier irgendwo ein, habe mir die Haare mit dem Airwrap gemacht, gerade einen roten Lippenstift abgetragen und eine Strumpfi. Und ich denke, so werde ich dann morgen auch Silvester feiern. Ich wollte das Foto jetzt im Vorhinein machen, denn morgen mag ich mir eigentlich keinen Stress machen. Am Vormittag werden wir alles herrichten, wenn wir mit unseren Freunden feiern. Um 3 bekommen wir den Besuch, also um 15 Uhr, da geht es dann los mit einem gemütlichen Abend. Und wie gesagt, da mag ich eigentlich nicht vloggen. Das möchte ich heute alles fertigstellen. Beziehungsweise morgen am Vormittag, sagen wir so. Und ich dachte mir, ich bereite das Foto schon mal vor. Die Schuhe habe ich euch ja gerade gezeigt. Ich kann euch aber noch etwas zeigen, denn ich habe auch eine Tasche. Ich habe eine Tasche bestellt, die ich quasi auch noch als Weihnachtsgeschenk für meinen Mann bekomme. Die war im Sale, die ist fast um 50%, glaube ich, günstiger. Ich bin ja ein Coach-Fan und ich habe mir eine neue Coach-Tasche ausgesucht, die ich so noch gar nicht habe. Also eine Tasche, die ich wirklich in der Form und in der Farbe noch nicht habe. Da ist sie auch schon, eine Coach-Tasche, das ist die Coach May. Und im Farbton Color Block. Und ihr seht, ich habe sie vorhin nur aus dem Karton rausgenommen. Ich habe diese Tasche ist nämlich Kollektion 2021 und das sind halt dann immer ganz, ganz schnell Auslaufmodelle. Und deshalb war die wirklich zu einem guten Preis zu haben. Ich glaube 270 Euro statt 410 oder so. Ich befreie die Tasche mal von diesen Schutzvorrichtungen. Was ich immer besonders gerne mag, ist, wenn ich die Straps auch abnehmen kann. Das heißt, wenn ich die Tasche quasi Crossbody, wie ich die meisten Taschen trage, tragen kann, aber auch die Option habe, sie nur am Henkel zu tragen, was ich bei dieser Tasche wirklich sehr schön finde. Denn die Henkelgröße ist auch optimal, um diese Tasche... Fangen wir gerade so gut mit dem Glitzer-Flitzer-Kleid. In Kombi schaut das ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Rundum habe ich sie schon mal ausgepackt, jetzt kommt noch hier vorne die Schnalle mit dem typischen Coach-Emblem, also dem Logo, das ist ja ein C. Der Farbton ist hier ein Rot am Boden unten, das ist so ein Nude. Es ist kein Pink, Gott sei Dank, es ist so ein, ich würde sagen, der Farbton ist Nude. Dann haben wir hier einen schönen Braunton, das C in Gold. Dann haben wir hier den Magneten, schließt richtig gut. Innenbereich ist immer Rauleder bei den Coach-Taschen. Oh, da geht ja was rein. Ich mag das, wenn in Taschen viel reingeht. Werde ich heute gleich zum Dinner-Date nehmen, denke ich. Ich glaube, das passt ganz gut. Ihr seht schon mal ganz gut, es geht hier richtig viel in die Tasche rein. Wir haben hier ein Fach mit Reißverschluss. Da ist die Karte drinnen, also die Authentification. Auf der Rückseite der Tasche haben wir aber noch ein Fach mit einem Druckknopf. Das ist richtig weiches Leder. Was ich auch mag, ist, dass dieses Leder, das habe ich eigentlich bei noch keiner Tasche, außer bei dieser, dass es so ein groberes Leder ist, was sich aber richtig schön weich anfühlt. Und, also ich muss sagen, bin ganz verliebt in diese neue Tasche. Und sie passt auch richtig zum Outfit heute. Was natürlich auch ganz typisch ist für Coach, ist dieser Anhänger. Der befindet sich auf jeder Coach-Tasche wie so ein Koffer-Tag. Und mit diesen Straps kann man die Tasche dann auch ganz einfach Crossbody tragen und länger machen. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Das wäre dann die lange Version, wenn man sie am Körper tragen möchte. Kann man auch nochmal richtig gut hier einstellen. Und diese Tasche gibt es in
reinen Braunton, durchgängig in Schwarz und ich glaube auch in diesem Chalky White oder halt eben diesen Color Block mit diesen farbenfrohen Farben. Aber es gibt diese Tasche auch in drei Farben, ich glaube nämlich in Nude, dann in einem dunklen Braunton, in einem hellen Braunton oder Grauton, das weiß ich nicht genau. Aber ich fand die richtig gut, weil das ist mal ein ganz anderer Farbton, ein ganz anderer Look und ich bin wirklich happy mit diesem Geschenk zu Weihnachten, auch wenn es jetzt später gekommen ist. Ich werde es heute auf jeden Fall ausführen und mich darüber freuen. Ich habe mich inzwischen schon mal in die gemütlichen Sachen reingeschmissen und hier herrscht Chaos. Ich muss das jetzt mal alles ein bisschen beseitigen. Ich habe hier nämlich die Fotos gemacht. Hier sind ja die Schuhe. Ich habe mich dann für ein Foto für die entschieden. Die werden sind auch eher die, die ich morgen anziehen werde, weil die liebe ich. Aber das sind halt sehr hohe Hacken und wir wollen uns ja nicht wehtun. Jetzt versuche ich hier gerade jetzt gleich mal das Chaos wegzumachen. Ich habe da nämlich neue Silvesterdeko aufgehängt, also die klassischen Luftballons mit den Zahlen drauf, 2022. Hier noch solche Wabenbälle, da auch ein Wabenball. Da hinten der hält mich nie. Also die Null hat irgendwie keinen Bock auf den Jahreswechsel, die fällt mir ständig runter. Mal schauen, was ich mit der mache. Irgendwie da oben. Damit beschäftige ich mich dann aber eher mal morgen. Jetzt werde ich hier, oh Gott, mal das Chaos beseitigen. Dann zeige ich euch gleich noch das Vision Board. Ich habe mir jetzt auch ganz schnell einen Kaffee geholt und wollte euch ein bisschen was über das Vision Board erzählen. Ich mache das dieses Jahr das erste Mal. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich eigentlich immer, wenn es um Projekte geht, bei Instagram, um YouTube und so weiter und so fort, die Inspirationsplattform Pinterest verwende. Ich denke, die meisten von euch kennen Pinterest schon. Da habe ich ganz, ganz viele Pinwände, wo ich einfach immer wieder Ideen pinne, die ich ausprobieren möchte oder einfach ja, Sachen, die mich inspirieren, wo ich mir Muße raushole, wo ich mir denke, hey, das könnte ich auch machen auf meine eigene Art und Weise. Und da habe ich jetzt ein eigenes Board angelegt, das heißt Vision Board, was aber jetzt noch nicht das finale Board ist, sondern es war einfach einmal, um Fotos zu sammeln. Vorneweg, um ein Vision Board zu generieren, ist es schon notwendig, dass man Ziele formuliert. Das heißt, setzt euch hin, macht euch Gedanken darüber, was möchtet ihr in Zukunft, das kann jetzt sein in 3 Monaten, in einem halben Jahr oder im ganzen nächsten Jahr, was möchtet ihr gerne erreichen? Das muss jetzt nicht immer was Materielles sein, nichts Finanzielles, vielleicht einfach auch persönliche Ziele. Bei mir ist es zum Beispiel ein wichtiger Punkt für mich, ist, dass ich meinen eigenen Wert erkenne. Ich mache mich immer so klein, gerade wenn es bei mir um den geschäftlichen, beruflichen Bereich geht. Ich mache mich zu sehr von Zahlen abhängig, bei Instagram und so weiter und so fort und das drückt auf meine Laune und meine Kreativität. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass ich nicht mehr unbedingt Montag bis Sonntag arbeiten möchte. Ich bin einfach ständig am Tun und Machen, was einerseits gut ist, weil ich bin so, aber es lockt mich auch aus und ich brauche meine Ruhephasen, weil ich ständig das Gefühl habe, das ist aber ein Problem, das ich selbst habe, dass ich dauernd was leisten muss, dass ich ständig inspirieren muss, dass ich ständig was abliefern muss, was aber nicht so ist. Wenn ich mal 3 Tage nichts poste, wird keiner böse sein. Also das sind so Sachen, da muss ich ein bisschen an meinem Mindset arbeiten. Dann werden sie eine Reise nach Paris, das würde ich gerne mit meinem Mann machen. Aber auch ja, ganz viele Dinge, das ist für jeden individuell, zu viel möchte ich da auch gar nicht wegnehmen, weil das ist ja doch etwas sehr Persönliches. Diese Ziele habe ich mir vorab ja schon formuliert, die schreibe ich mal auf und dann suche ich mir anhand dieser Ziele passende Fotos. Fotos, die vielleicht für dich gar nicht so das aussagen wie für mich. Also ich suche mir dann Fotos und wenn das für mich was aussagt, wenn ich dieses Foto betrachte und damit weiß, was ich damit erreichen möchte, dann ist es gut für mich. Also es soll immer einen Bezug für dich haben, also für einen selbst. Und dann suche ich auch Quotes zusammen und mache mir da eben so eine eigene Pinwand. Ich zeige euch das jetzt mal. Und bei dieser Pinwand sind dann allerhand Fotos drinnen, die für mich eben ansprechend sind oder eben auch Quotes, mit denen ich was anfangen kann, wie the energy you want to attract. Hier haben wir zum Beispiel auch mal ein Beispiel eines Vision Boards für Hochkant, also zum Beispiel für Smartphone oder fürs Tablet oder ähnliches. Wie gesagt, man kann sich da ganz das zusammensuchen, was man möchte. Man kann Vision Boards aber auch in den Bullet Journals integrieren, das heißt mit Zeitungsausschnitten. Primär geht es darum, wenn ich dieses Board habe, soll es mich immer wieder daran erinnern, was ich erreichen möchte, damit ich das auch nicht vergesse und damit ich das ein bisschen manifestieren kann. Ich bin jetzt auch kein Pro, wenn es ums Manifestieren geht, aber grundsätzlich bin ich einfach immer auch der Meinung, dass man selbst in der Hand hat, was man erreichen kann und erreichen möchte. Und man sollte nicht zu sehr, nicht zu frühzeitig die Flinte ins Korn werfen, sondern sich einfach auch darauf berufen, besinnen, sich das immer wieder ins Gedächtnis holen, was möchte ich erreichen, was kann ich ändern, immer wieder reflektieren, das ist sehr wichtig, gerade eben in Bezug aufs persönliche Mindset. Und ja, also wie gesagt, ich habe mal diese Pinwand erstellt und dann habe ich, das habt ihr gestern schon gesehen, bei PixArt, ihr könnt aber auch Canva nehmen oder PowerPoint, wenn ihr möchtet, eine Pinwand erstellt, also quasi ein Vision Board.
und habe das dann Stück für Stück befüllt. Mein Vision Board ist schon fertig. Ich zeige euch da jetzt nur kurz einen kleinen Einblick. Also das ist jetzt mein Vision Board, das ist jetzt auf meinem Laptop drauf. Das gleiche habe ich auch auf meinem Smartphone in ähnlicher Form, damit ich auch einfach immer wieder mir das anschauen kann, ja, und daraus Kraft schöpfe und eben auch die Dinge anpacke und meine Visionen umsetze. Falls euch das interessiert und ihr gerne mehr darüber erfahren möchtet, wie ich das dann auch im Alltag umsetze, beziehungsweise generell zum Thema Bullet Journal, da bin ich ja auch dabei, dass ich das umsetze dieses Jahr. Ich habe mir hier schon ein Journal gekauft, dann hier auch ein Büchlein mit Sticker, mit Vorlagen, mit Ideen, was alles rein kann, was rein muss, wie das Ganze funktioniert, das Bullet Journal. Also ich möchte es wirklich sehr versuchen, meine Gedanken besser zu organisieren, um nicht immer alles auf drei To-Do-Listen stehen zu haben, um mehr zu reflektieren, um einfach mehr Struktur reinzubringen. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich doch einfach immer von zu Hause aus arbeite und bei mir alles so verschmilzt, also Beruf, Pflicht vom privaten Trennen kann ich eigentlich nicht wirklich. Und dadurch möchte ich das machen. Also falls euch das interessiert, kommentiert gerne unten. Dann mache ich darüber einen ausführlichen Vlog, auch zum Thema Vision Board, vielleicht einen Blogpost oder so. Ich schaue mal, wie ich mir damit zurechtkomme mit dem ganzen Thema. Und dann kann ich euch gerne mehr darüber erzählen. Jetzt werde ich die Countdown-Bags noch herrichten und dann werde ich auch schon abgeholt um 3:45 fahren mein Mann und ich essen. Da freue ich mich schon sehr aufs Dinner-Date. Ich werde jetzt auch gleich mal schauen, was es zu essen gibt. Das mache ich auch immer, weil ich kann mich sonst so schwer entscheiden. Das mache ich jetzt. Sehr gerichtet, was ich in die Countdown-Bags reingeben möchte. Starten wir mal bei 17 Uhr. Bei uns geht die Party um 15 Uhr los und ich dachte mir, ab 5 kommt dann vielleicht schon Langeweile auf. Dafür gibt es solche Luftschlangen. Jedes Kind kriegt quasi eine Luftschlange inklusive Schnecker. Und dazu werde ich einen kleinen Zettel schreiben, wo ich drauf schreibe, dass sie das Haus damit dekorieren können. Oder Personen. Dann haben wir um 18 Uhr diese Fotorequisiten, wo dann auch noch die Instax dazu kommt mit dem Filter, wo man dann Fotos machen können, einfach Hubba-Bubba-Kaugummis. Um 19 Uhr gibt es dann Luftballone von Super Mario, genauso wie diese Trolley-Burger. Um 20 Uhr gibt es hier Becher, wo sie sich dann diesen Robbie Bubble in der Küche holen können, das heißt einen Kindersekt und ein Spiel. Dann um 21 Uhr haben wir hier Knicklichter-Armbänder und dazu auch noch diese Zuckerarmbänder. Und um 22 Uhr dann noch Wunderkerzen und Süßkram und solche Radiergummis, fand ich ganz süß. Da unser Besuch wahrscheinlich um 22 Uhr nach Hause gehen wird, gibt es im Nachhinein keine Countdown-Bags mehr, also wir haben die bis 22 Uhr. Jetzt, also habe ich die so hergerichtet. Und dann schauen wir einfach mal, ob unsere Kinder bis 24 Uhr durchhalten, aber wie ich sie kenne, ganz sicher. Also der Max bestimmt, der ist auch schon 7, also der hält auf jeden Fall durch, der hat schon, wie er klein war, sehr lang durchgehalten. Und der Alex, da kann es sein, dass der dann meistens sagt um, ja, 20:30 Uhr, ich bin müde, ich möchte schlafen gehen, und dann schläft er wie ein Stein und verschläft wahrscheinlich auch das Feuerwerk. Mal schauen. Dinner Date. Thank you.
Hallihallo, da bin ich wieder. Heute ist der 31. Dezember, das heißt, wir haben heute Silvester. Den ganzen Vormittag haben wir schon einiges vorbereitet. Ich habe im Garten unter anderem das Laub zusammengekehrt. Dann waren wir noch die letzten Einkäufe erledigen, haben noch neue Blumen gekauft, frische Blumen fürs neue Jahr. Jetzt richten wir ein bisschen was her fürs Essen und dieser Vlog ist jetzt vorbei, deshalb dachte ich mir, schaue ich mal ganz kurz noch rein und verabschiede mich persönlich in Videoform bei euch. Ich möchte mich ganz herzlich für die letzten 365 Tage bedanken. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Mitfiebern, fürs Mitleben, fürs Kommentieren, für die Likes, für eure Abos. Und ich freue mich schon aufs neue Jahr. Genau das gleiche gilt natürlich für Instagram, für meinen Blog. Es macht mir sehr viel Spaß und ich habe im neuen Jahr einige weitere Ideen. Manches wird sich natürlich wiederholen, wie zum Beispiel die Cluttering oder Halloween. Dann möchte ich aber gerade im Bereich Bullet Journaling ein bisschen was machen. Und ja, da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Also ich freue mich. Jetzt ist es aber so, ich habe es ja schon mehrfach angekündigt. Ich bin jetzt erstmal gut 3 Wochen offline. In dieser Zeit möchte ich mich selbst ein bisschen sammeln, einfach reflektieren, das ganze Jahr 2021 nicht gestresst im Jahr 2022 ankommen, mal ein bisschen auch auf mich schauen. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen an einem Projekt was zu arbeiten. Ein bisschen viel, aber das seht ihr dann bald. Ich finde das auch so schade, dass ich nichts verraten kann, dass ich immer nur sagen kann, ich arbeite an einem Projekt. Das klingt immer so, na toll, was ist das? Aber ich kann euch versprechen, es ist was ziemlich, ziemlich Cooles. In dieses Projekt lege ich mein ganzes Herzblut rein. Die ganze Zeit, die ich irgendwie noch nebenbei habe, stecke ich da rein und ich mache mir sehr viele Gedanken darum. Und es ist auch etwas, das ihr dann, ja, das euch dann hilft, beziehungsweise hilft nicht, das euch dann inspirieren darf. Und ich freue mich schon sehr. Das ist, glaube ich, 2022 wirklich das größte Projekt, das auf uns zukommt. Aber ich will jetzt nicht weiter weggreifen. Mir ist auch urheiß. Ich bin jetzt das ganze Haus gelaufen. Ich muss jetzt mal diesen Pulli ausziehen, weil gerade Staub gesaugt. Oh Gott, das ist viel besser. Und jetzt schmeiße ich mich dann auch gleich in den Glitzerflitzer rein von gestern, den ihr schon gesehen habt. Ich möchte das gar nicht länger in die Länge ziehen, unnötig lange. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, einen gesunden Rutsch. Kommt gut an. Vergesst nicht, die lehrreichen Dinge aus 2021 mitzunehmen ins Jahr 2022. Lasst euch aber nicht unterkriegen. 2022, egal was auf uns zukommt, ob weitere Lockdowns oder wie auch immer, wir werden auch das schaffen. Seid stolz auf euch, was ihr alles in diesem Jahr geleistet habt. Und schaut trotz allem, wie ich, positiv in die Zukunft. Ja, also wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin macht es fein. Bussi, Baba und Happy New Year!